Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Mir ist aufgefallen, böse Mira, dass ich bei dem ersten Part eine falsche Auflösung hatte. Ich habe das jetzt umgestellt. Ich hoffe, das passt jetzt auch so. Sollte eigentlich. Geht doch mal aus dem Schussfeld. Euch will ich ja nichts tun. Aber ich glaube, ihr kommt. Ich nehme es zurück. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Ist gut. Mach das. Ich bin hier immer noch in der Steuerung von Mass Effect 2. Ich hoffe, ich gewöhne mich da schnell dran. Ja, wird schon. Achso. Ist gut. Oh nein! Was hast du getan? Er hat doch gar nichts gemacht. Er hat das Gehirn platziert. Da braucht wohl jemand Hilfe. Danke für die Hilfe, Commander. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Ich knie vor dir. So. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Ma'am? Alles in Ordnung. Was ist hier passiert? Wir sind auf einer Mission. Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Wo ist Ihre Einheit? Kämpfen gegen die Dinger? Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einzige übrig. Es war nicht ihre Schuld. Sie ließen sie im Stich. Und das ist ja wohl das Letzte, was man... was sie jetzt hören sollte. Was hat sie getötet? Machen Sie sich keine Vorwürfe, Williams. Sie hätten nichts tun können, um sie zu retten. Jawohl, Ma'am. Wir hielten unsere Stellung, solange es ging. Bis die Geth uns überwältigten. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Schließen Sie sich uns an. Bringen Sie uns dorthin. Bleiben Sie hier. Nee, schließ dich mal uns an. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Ma'am. Es ist Zeit für eine Revanche. Untersuchen? Was wissen Sie sonst noch über die Geth? Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch. Nicht organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseusnebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Sender? Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Sie haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert.
Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Stätte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte passiert? Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Das 232. war bei ihnen. Vielleicht haben sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Das ist gut möglich. Erzählen Sie, was direkt vor dem Angriff passiert ist. Vor ein paar Tagen wurden wir von der Hauptkolonie aus nachts losgeschickt, um die Gegend zu sichern. Schien eine Routinepatrouille zu sein, bis die Geth kamen und uns völlig unvorbereitet erwischt haben. Okay, die Wissenschaftler hatten wir schon. Ich glaube, wir lassen das jetzt gut sein. Los geht's. Sehr schön. So, und... Achso, ja, nee, das lasse ich mal eben. Nun haben wir auch Ashley dabei. Ich war beim ersten Durchgang. Der Sender ist am anderen Ende dieses Raums. Ja, ja. Voll neidisch auf ihren Raumanzug. Der sieht voll toll aus. Was hab ich? Schwarz. Nein, meiner ist auch schön. Ich gönne ihr ihren Raumanzug. So. Dann wollen wir mal weiter. Ja. Oh. Damit hatte ich schon gerechnet. Also logischerweise, weil ich kenne es ja. Sagte ich ja auch schon. Mensch, steh doch mal auf. Warum knieße ich denn immer hin? Deswegen hatte ich eben gezögert. Nur einer ist. Stufenaufstieg. Mhm. Warum mhm? Was ist mhm? Oh. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Was ist mit Überlebenden? Reine Zeitverschwendung. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Okay. Mach das. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Oh Gott! Sie leben noch! Was haben die Geth Ihnen angetan? Ja, so leid sie mir auch tun. Ich mag die Teile nicht. Ah! Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Das blöde Überhitzen immer hier. Okay. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kommt mir das gerade alles so einfach vor. Also das habe ich eben schon gedacht. Keine Ahnung, woran das gerade liegt. Entweder weil ich es kenne. Ich meine. Aber ich halte lieber meinen Mund. Die Tür. Sie ist verschlossen. Ja, ich weiß. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Ja, ich... Oh Gott, Leute. Wie ich mich zu Anfang mit diesem Scheiß hier gequält habe. Okay. Gucken wir mal, ob ich das hier hinkriege. Ja, wunderbar. Nein, das ging zu Anfang nicht so leicht. Für mich zumindest nicht. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Achso, Sie sind jetzt in Sicherheit. Wer sind Sie? Erzählen Sie mir, was passiert ist. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ich bin Dr. Worn und habe die Ausgrabung hier geleitet. Wir haben uns während des Angriffs im Schuppen versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier.
Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Ja, entspann dich mal ein bisschen optimistischer, ne? Der Angriff. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Geth das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis sie kamen. Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen. Den Propheten. Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Niles war vor dem Angriff bei uns auf der Normandy. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Mensch, Manuel. Kannst du ihm richtig leid tun? Ihr Assistent? Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Ich kann ihm das Maul stopfen. Und nein, sowas machen wir nicht. Wir verabschieden uns jetzt. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Ja, das hoffe ich zumindest für Manuel. Oh je. Na gut. Er ist ziemlich mitgenommen. Saren! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Mhm. So viel dazu. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Sehe sich nur die Größe an. Entschuldigung, nutzen Sie die Fähigkeiten werfen und fallen zu Boden zu schotten. Ah! Was ist denn hier noch? Ah, okay, ich weiß schon wieder. Früh genug brauchen. Commander, es ist Niles. Da bewegt sich was, hinter den Kisten.
Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Sie müssen vorsichtiger sein. Wer sind Sie? Sie sind ein Feigling. Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Was ist passiert? Es war nicht die Gate, der andere. Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Was ist mit dem Sender und dann? Wo ist Saren hingegangen, nachdem er Nihlus getötet hatte? Er sprang auf den Frachtzug auf, in Richtung der anderen Plattform. War wahrscheinlich hinter dem Sender her. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Und die Gate fanden sie nicht? Entschuldigung, dass ich lache, ich weiß halt was, ne? Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Ja, ganz genau. Manchmal kann auch Faulheit gut sein. Glücklicher Zufall für Sie. Und, achso, untersuchen, nee. Sie machen mich krank. Ja. Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Oh. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Ja, besser für dich, ne? Fragen wir nochmal nach dem Sender. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist, scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Erzählen Sie mir was über den Angriff, der geht. Es ging alles so schnell. In einer Minute landete das Schiff noch, in der nächsten wimmelte es auf der gesamten Plattform von Geth. Sie müssen in dem Mutterschiff gewesen sein. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Es war ein schreckliches Massaker. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Okay. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Ja, geh mal schlafen. Hast schon lange nicht mehr gemacht. Ehrlich, ey. Naja, hat er ja nochmal Schwein gehabt, sonst wäre er jetzt wahrscheinlich genauso tot. Wie alle anderen. Was ist das? Ach, da ist eine Kiste. Guck, die habe ich beim ersten Durchgang gar nicht gefunden. Das wird sowieso noch öfter vorkommen. Ich glaube nicht, dass ich alles gefunden oder erkundet habe. So, aber ich glaube... Ja doch, ich beende hier jetzt den Part. Das geht hier jetzt nicht gleich los. Und wir schauen dann im nächsten Part, wie es weitergeht. Ich danke fürs Zusehen, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.